Heute sind wir beim Medientag der S. Oliver Würzburg zu Gast, wo der Trainer und die Spieler den Würzburger Medien Rede und Antwort stehen. Natürlich durften wir da nicht fehlen und haben mit Maurice Stuckey und Felix Hoffmann gesprochen. Was hältst du davon, dass du als Basketballer nicht nur Sportler bist, sondern auch in der Öffentlichkeit stehst? Es hat positive Seiten, auch negative Seiten. An sich ist es dann schon eine schöne Sache. Man muss halt immer aufpassen, wann man was macht. Aber es ist schön auf jeden Fall, da so eine Vorbildfunktion zu sein für andere und jetzt vor allen Dingen jetzt hier in so einem Städtchen in Würzburg. Und wie ist es denn bei euch, wenn ihr ein Spiel hattet und danach kommen ja sofort die Reporter und wollen ein Interview mit euch? Wie geht ihr mit den Fragen um, wenn sie mal unangenehm sind? Naja, manchmal versucht man auszuweichen, weil man einfach noch nicht so bedacht ist nach dem Spiel. Man denkt noch über andere Sachen nach und da schaut man, dass man ja, möglichst korrekt antwortet. Und habt ihr da ein Training im Umgang mit Medien? Also ich selber habe noch kein Training im Umgang mit Medien. Das war der Maurice, der davor schon hier war. Der Maurice ist nämlich jemand, der macht das ganz gerne, der steht gern vor der Kamera, der sieht sich auch selber ganz gerne im Internet und ich bin da so quasi das Gegenteil davon. Jetzt noch eine abschließende Frage. Fühlst du dich in deinem Beruf mit den Medien eher glücklich oder unglücklich? Boah, doch eher glücklich, würde ich sagen. Wie gesagt, nach Niederlagen oder so oder in schlechter Läufe ist es natürlich deutlich unangenehmer, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich alles ganz gut. Glücklich. Ja. Much pleasure you can give.